Die DJK Rimpa Wölfe gegen SV Helmstedt Ulzburg. Spannung pur war wieder mal angesagt in der Dreifachsporthalle in Rimpa. Live mit Tom Weigert. Distelhäuser, immer eine frische Idee. Ja, liebe Zuhörer hier vom Wölferadio hier aus der Halle in Rimpa. Tolle Szenen spielen sich hier ab. Da kommt der Jan Schäfer zur Gabi Neldenstock und die zwei umarmen sich. Er ist das Testimonial für Kampf gegen den Krebs. Die beiden umarmen sich. Also das ist doch wirklich toll. Da gibt es auch eine innige Beziehung zwischen den beiden. Kriegt noch einen kurzen Klapser auf den Bauch. Hier den Geschäftsführer von den Rimpacher Wölfen, unseren Roland Sauer. Roland, zu dem Spiel. Zwei, drei Worte bitte. Ja, es war ein ziemlich enges Spiel und ziemlich hart. Also da hat man gemerkt, dass die Mannschaft jetzt langsam nervös wird. Und dadurch natürlich viele, viele Fehler auch gelaufen sind. Da war zum jetzt auch ja angesehen, er war nicht ganz so zufrieden mit dem Spiel am Gesichtsausdruck. Aber das sind halt die Jungs, die reißen es dann am Ende doch irgendwie noch raus. Ja, ich habe dich gehört und zwar in der Halbzeitpause hast du gesagt, ui, jetzt gibt es ein Donnerwetter. Weißt du, ob es dieses Donnerwetter tatsächlich gegeben hat? Keine Ahnung, ich habe mit Jens noch nicht gesprochen und wenn, würde ich es auch nicht sagen. In der Halle in Rimpa. So, jetzt gucken wir mal. Ich möchte unbedingt noch... Wo ist er? Da ist er. Komm. Mein Freund Konstantin. Du hast eine Weltklasse erste Halbzeit gehabt. So sehen wir das. Was sagst du zu dem Spiel bis jetzt? Weltklasse kann ich nicht so ganz unterschreiben. Man hadert doch immer so ein bisschen, beziehungsweise weiß, welche Bälle man noch hätte halten können und ich glaube, der Mix heute zwischen mir und Max war ganz gut. Max hat ja einen Ball heute mit dem Kopf gehalten. Und das Erste, ich habe mir schon überlegt, ob ich dem guten Max Brustmann zu seinem Geburtstag, wann hat er den Geburtstag, Max, weißt du das? Oh, gute Frage. Dazu gibt es immer unsere hier Kaderauflistung, da guckt man rein, da weiß man's. Am 4. November wäre ich 29. Max, am 4. November. Und ich habe mir fest vorgenommen, nach der einen Aktion, die du heute hattest, kriegst du am 4. November von mir einen Spiegel und den werden wir in deinem Tor anbringen, weil erst kriegt er das Ding direkt auf die Mütze und danach guckt er, ob die Frisur richtig sitzt. Also sowas habe ich selten gesehen, finde ich toll, aber so muss es sein. Wie sieht's aus mit dem Spiel nächste Woche? Was erwartest du? Ja, ich denke, für uns ist jedes Spiel schwierig. Hüttenberg kämpft mehr oder weniger ums Überleben oder kämpft ums Überleben und ja, dementsprechend wird es auch ein hartes Spiel werden. Gut, aber ihr seid jetzt nicht so loyal eingestellt, dass ihr sagt, ihr gebt denen nicht den Todesstoß jetzt. Na, ja, ich denke mal, mit Loyalität hat das im Sport nichts zu tun. Ich denke mal, wir wollen jedes Spiel gewinnen, so gehen wir es an und ja, Punkt. Punkt. Gut, den Punkt machen wir auch. Schöne Ostern dir, Konstantin, vielen Dank. Ja, euch auch schöne Ostern. Erstmal schöne Ostern, Jens. Schöne Ostern zurück an die Hörer. Schöne Ostern. Ihr habt schon drei Ostereier bekommen, hat mir Roland Sauer gesagt. Wir haben es vorhin im Radio auch gegeben. Osterei Nummer 1 heißt Lars Spieß, Osterei Nummer 2 heißt Tom Spieß und Osterei Nummer 3 heißt Jan Schäfer. Ist das richtig? Ja, alle drei haben ihre Verträge verlängert. Das macht uns erstmal sehr stolz und sehr glücklich, dass wir die Leute hier binden konnten. Und zeigt auch, dass sie hier, denke ich, sehr zufrieden sind mit allem, sonst hätten sie das nicht gemacht. Und deshalb bin ich glücklich. In dem Moment ist es ein gelungener Tag. Wir haben gewonnen, haben drei Spieler, die wir halten wollen, verlängern können. Und deshalb ist schon mal alles gut. Gab es ein Donnerwetter nach der ersten Halbzeit? Nee, überhaupt nicht. Wir haben einfach ein paar Sachen versucht, besser zu machen. Donnerwetter gab es keins. Wir haben einfach viele Sachen nicht gut gemacht, aber das hat nichts mit Wollen zu tun gehabt, sondern eher vielleicht mit Können. Und das, auch wenn uns hier viele immer wieder hochloben und hochjubeln und so gut sind wir einfach nicht, dass wir hier als Helmstedt hier einfach mal locker aus der Halle schießen. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Das muss man gegen so eine Mannschaft das noch machen. Und dass es da schon ein paar taktische Sachen gibt, die man besser machen muss, ist uns auch allen klar. Und die werden wir nächste Woche abarbeiten.
Ich habe mir heute Mühe gegeben, die ganze Zeit während meiner gesamten Kommentatur. Ich habe versucht, nicht ein böses Wort über die Schiedsrichter zu sagen, weil ich zum ersten Angst davor hatte, dass du mich in die Pfanne haust mit deiner doch so diplomatischen Art. Aber jetzt komme ich trotzdem drauf zurück. Ich kann es einfach nicht lassen heute. Es gab hier so die ein oder andere Entscheidung. Da raunzt ein Schiedsrichter und genauso war es auch heute. Und da lasse ich mir auch heute von dir nicht widersprechen. Da raunzt ein Schiedsrichter einen von dir am Boden liegenden Spieler an. Er möge endlich aufstehen, der richtig einen mitgekriegt hat. Für mich so ein Ding, wo ich sage, einfach, es geht nicht. Und es waren etliche Entscheidungen heute wieder dabei, wo ich sage, auch die gehen nicht. Im Endeffekt haben sie ganz gut gepfiffen, deswegen habe ich mich zurechtgehalten. Aber so ganz zwingende Entscheidungen, die dann auch so ein Spiel teilweise wirklich aus den Angeln heben, waren für mich heute dabei. Kann man da nicht irgendwo auch seitens mal von der Vereinsführung, wenn du nicht als Trainer bist, um bei der Diplomatie zu bleiben, kann man da nicht irgendwas unternehmen mal? Wenn ich mit Schiedsrichter nicht zufrieden bin, zeige ich das auch immer sehr deutlich. Das ist ein sehr, sehr junges Gespann, das noch nicht viele Bundesligaspiele gemacht hat und wirklich toll auch dazugelernt hat zum letzten Spiel. Also auf die lasse ich heute nichts kommen, die haben das sehr solide gemacht. Hatten zwei, drei Dinger drin, mit denen wir unzufrieden sind, aber auch da auf der Gegenseite waren zwei, drei Dinger, wo sie unzufrieden sind. Das hast du drin im Spiel. Hinten raus waren zwei, drei, wo ich sage, da musst du mir einen 7 Meter geben und das hat er nicht gemacht. Die Situation gegen Willi, wo er am Boden liegt, unabhängig davon, was er ruft. Ich denke, da kann er auch das Spiel anhalten, aber muss es eben nicht laut Regelwerk. Mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte er das getan, aber ist ja nichts passiert. Wir haben den Ball geholt und von daher gibt es heute wenig von meiner Seite aus zu meckern. Liegt auch vielleicht daran, dass wir gewonnen haben und ich so ein bisschen euphorisiert bin. Das freut mich. Das freut mich total. Ich wünsche dir jetzt ein tolles Osterfest im Kreise deiner Familie. Genieß es. Feier mit deinen Spielern heute Abend noch. Es geht nächste Woche weiter. Wir sind wieder am Start. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Wir werden wieder mitfahren mit euch. Und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Training. Genießt die Zeit. Dankeschön. Ebenfalls eine schöne Zeit. So, das war unser Jens Bückle. Ich habe mich gefreut, dass ich ihn heute am Start hatte. Und jetzt gehen wir tatsächlich off-air. Das war die Distelhäuser Handballtour hier in der Halle. Euer Tom Weigert. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Ergebnis spricht für sich. Schöne Ostern an alle. Die DJK Rimpa Wölfe gegen SV Helmstedt Ulzburg. Spannung pur war wieder mal angesagt in der Dreifachsporthalle in Rimpa. Live mit Tom Weigert. Distelhäuser. Immer eine frische Idee.